Hier geht es um die Hummelschaltung. Das ist eine Schaltung, bei der man zwei Spannungen zueinander im 90 Grad Phasenwinkel vorfindet oder eine Spannung und Strom so vorfindet. Also U3 bzw. I3 soll gegenüber U um 90 Grad in der Phase gedreht werden. So, der da gegen dem Großen hier. Nun, was haben wir? Wir können zunächst mal hier mit dem Stromteiler argumentieren und letztlich sagen, I3 ist gleich I1, also ich teile den hier schon mal. Und zwar teilt sich das natürlich auf in immer der es nicht drin ist, das ist R2 hier, durch die Summe des Teilers, das ist hier nämlich R2 plus R3 plus J Omega L3. So, und I1, das ist natürlich die Spannung U geteilt durch die Gesamtimpedanz, das ist R1 plus L1 plus dieser diese Parallelschaltung hier, also R1 plus J Omega L1 plus R2 mal R3 plus J Omega L3 geteilt durch R2 plus R3 plus J Omega L3. Nun, das ist genau derselbe Nenner wie hier, also baue ich das zusammen und bekomme I3 ist gleich U mal R2 durch, da haben wir dann, ich schreibe es mal komplett aus, hier, dann ist das ja R1 plus J Omega L1 mal R2 plus R3 plus J Omega L3 plus R2 mal R3 plus J Omega L3. So, wann haben wir hier 90 Grad Phasendrehung? Naja, dann, wenn Realteil des Nenners verschwindet. Gut, den müssen wir jetzt ausrechnen, da kommen wir nicht ganz dran vorbei. Dann haben wir hier zunächst mal, schreiben wir nur mal den Nenner hin. N gleich hier ist es R1 mal R2 plus R1 mal R3 plus, holen wir uns hier noch davon hinten, plus R2 mal R3. So, jetzt minus die beiden Omega Quadrat L1 L3. Und dann der Vollständigkeit halber male ich natürlich nochmal alles hin. J Omega. Und dann haben wir hier L1 mal L2 plus L1 mal R2 plus R3. Und L3 mal R2 plus R1. So, aber das müssen wir gar nicht alles ausrechnen und auswerten. Das hier muss gleich 0 werden, denn wenn das gleich 0 ist, dann bekommen wir hier 90 Grad Phasendrehung, weil nämlich der Teil verschwindet und der die 90 Grad Phasendrehung macht. So, daraus folgt, dass R2 gleich Omega Quadrat L1 L3 minus R1 R3 ist durch R1 plus R2. Wenn wir nun haben, R1 gleich 50 Ohm, R3 gleich 10 Ohm, L1 gleich L3 gleich 0,1 Henry, F gleich
50 Hertz, dann bekommen wir hier schon mal als Omega L1 und gleich Omega L3 gleich 31,41 Ohm raus. Und dann ist Omega Quadrat L1, L1, L3, das zum Quadrat, nämlich 987 Ohm Quadrat. Damit ist R2 gleich 987 minus R1 mal 500. Durch die beiden, durch die Summe der beiden, 60 Ohm gleich 8,12 Ohm. Noch als kurze Skizze das Zeigerdiagramm. So, na, mal hier in Blau. Realter von U, J imaginärter von U. So, was wir zunächst mal haben, ist, dass wir das U einfach mal hier flach hinlegen. U. So, dann wissen wir, U3 ist senkrecht dazu. Also das ist jetzt geraten, wo ich es hinmale, nicht? Und zeigt nach unten. Dann ist natürlich UL3, dieses Stück hier, das ist ja das, was noch fehlt. Und die Summe der beiden ist U2. Das hier ist wiederum UR1, L1, also das, was insgesamt da abfällt. Und da könnten wir jetzt konstruieren, das können wir machen mit dem Zirkel. Ich mache es auch mal einfach gerade, dass wir nochmal den Taleskreis finden. So. Und nach unten gehend. Hier irgendwo, auch den male ich mal willkürlich geraten ran, haben wir dann das UR1 und hier hoch der UL1. Zeiger, Längen und Winkel qualitativ. So, so sieht das Zeigerdiagramm aus. Man kann das interaktiv an dem GeoGebra-Ding noch üben.